Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2 Director's Cut. Wir machen immer noch die Prüfung von Samson. Neben uns ist ein Toaster, den wir aber nicht aufmachen können, weil wir Ralphie nicht dabei haben. So. Einmal schnell auf die Karte geguckt. Wir haben so gefühlt schon einen relativ großen Bereich aufgedeckt. Alle möglichen Minen entschärft und ein paar Monster erschossen. Und als nächstes wollte ich mich so in diese Richtung vorarbeiten. Und hier sehe ich schon, naja, irgendwelche Säcke als Befestigung, als Schutz. Deshalb würde ich mal sagen, lieber vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was da auf uns wartet. Jetzt sehen wir da irgendjemanden. Einen Ritter. Und er ist momentan nicht aggressiv. Aha, können wir nochmal was zum Ausbuddeln. Ja, wir haben ja noch gesagt bekommen, dass am Ende noch ein Wächter auf uns wartet. Vielleicht ist das dieser Ritter. Diese Ritter. Ritter-Captain. Garza. Na gut. Bin gerade ein bisschen unschlüssig, wie ich vorgehen soll, weil, also die haben hier ja natürlich Deckung. Ich habe hier eher wenig. Ich habe aber Reichweite. Naja, die aber wahrscheinlich auch, so wie es ausschaut. Okay, er hat wohl eine Pistole. Das hier, also vom Schaden her zu urteilen, könnte das vielleicht eine Shotgun sein oder so. Also eine Schrotflinte. Das ist wahrscheinlich ein Sturmgewehr. Das ist eine Pistole. Hier ist wahrscheinlich auch ein Sturmgewehr. Uiuiui. Buddeln wir erstmal das Ding hier aus. Und gleich überlegen wir uns, was wir da machen. Okay, Munition. Alles klar. Wir haben Munition. Dann werde ich jetzt mal in diese Richtung gehen. Die sind alle momentan noch nicht aggressiv, aber ich traue so dem Braten nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Denn es wurde ja gesagt, ich soll am Ende nochmal gegen einen Wächter antreten oder einen Wächter besiegen. Oder vielleicht wird eine Art Zweikampf noch stattfinden. Dass die jetzt sagen, so, tretet hervor. Wählt euren Champion und der muss unseren Champion besiegen oder irgend sowas. Also scheinbar kann man momentan noch reden. Dann untersuchen wir mal kurz diese Seite. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Okay, jetzt war ich schon eben sehr, sehr nah dran, weil ich weiß nicht, wer jetzt diesen Weg genommen hat. Wahrscheinlich Vulture. Aber sie haben nicht reagiert. Das bedeutet, wir können reden.
Die Frage ist... Okay, reden, das bedeutet, wir brauchen Arschkriecher. Vielleicht brauchen wir Arschkriecher. Oh, außerdem können wir hier jemanden aufsteigen lassen. Das machen wir dann mal. Reden werde ich. Vermutlich. Aber was ist, wenn ich mit dem Reden sofort einen Kampf auslöse? So ein bisschen sollten wir uns darauf vorbereiten, sag ich mal. Ich überlege, ob ich hier die ganzen Leute postiere, also weit, weit weg, dass die auf jeden Fall nach vorne stürmen müssen. Und wenn ich dann das Gespräch angefangen habe, dass ich dann sofort nach unten laufe. Oder ob ich mich hier drumherum postiere. Wäre auch eine Möglichkeit. Angriff. mein Glückwunsch, Anwärter. Ihr habt die Prüfung des Samson überlebt. Nett von dir, dass du das sagst. So. So sehe ich mich momentan. Eigentlich müssten die jetzt alle Angst haben, wenn die so umzingelt werden. So, was machen die denn da? Komm an. Tja. Na gut. Ich hoffe wirklich darauf, dass jetzt kein Kampf losgeht. Aber mal gucken, was er zu sagen hat. Aha. Die letzte Herausforderung. Alles klar. Jetzt bleibt nur noch die letzte Herausforderung. Dies ist das Tor der Bastion. Es steht für den Sieg des roten Samson, der sein Leben gab, damit seine Gemeinde das Observatorium erreichen und die Bastion des Glaubens gründen konnte. Um zu passieren, müsst ihr jedem von uns die King James Bible nehmen, die wir am Leib tragen. Um das zu schaffen, müsst ihr uns im Kampf besiegen. Aber bitte denkt dran, falls ihr uns weiter attackiert, nachdem wir uns ergeben haben, wird sich das Tor der Station nicht öffnen und ihr werdet mit der Prüfung nicht fortfahren können. Mhm. Also wir müssen kämpfen, bis die sich ergeben. Oder bis wir tot sind. Das ist das Lustige. Na gut, seid ihr bereit? Eigentlich habe ich mich ja bereit gemacht, ne? Wir haben... die perfekte Kampfposition, in Anführungsstrichen. Wir sind... sind wir bereit? Sind wir wirklich bereit? Ja. Okay, mal gucken, wer ist zuerst dran? Another test? Nicht ich. Was the murder Au. Of all those animals not enough? Okay, er hat mir gleich ins Gesicht geschossen. Also, und wer hat sich hier beschwert? Ach, Bizeppi, noch ein Test? War der Mord an all diesen Tieren nicht genug? Ja. Wieso hat er jetzt schon Schaden? Hatte er schon vorher Schaden? Moment mal. Ah, Ritter erwischt. Aha.
Er hat geschossen. Unserem eigenen Mann in den Rücken geschossen. Ja, schießt mit Schrotflinte und verteilt Schrot in weitem Bogen, genau. Okay. Ich könnte hierhin, in Deckung. Oder dahin. Was sagen? 12. Oder hier. Dann könnte ich immer noch zweimal feuern. Das ist die bessere Alternative. ...82 ist nicht so gut. Aber er würde sofort jetzt drankommen. Er würde sofort jetzt drankommen. Ich hoffe, wir können das verhindern. Oh! Halt! Wir ergeben uns! Noch nur 2 Schuss. Ihr habt gewonnen. Kommt und nehmt eure Belohnung in Empfang. Nachladen. Ach, schau mal, hat der letzte Schuss gar nicht seine Hitpoints reduziert. Naja, okay. Irgendwas, was wir hier... Okay, Tor. Hoppala. Beim Barte des Samson. Er war also bärtig. Anwärter, das war ein mitreißender Kampf. Ich danke und segne euch. Hier sind eure Bibeln. Mögen sie euch in den kommenden Jahren Mut und Trost spenden. Ihr dürft nun das Tor mit dem Kontrollkasten zu meiner Rechten öffnen. Ihr dürft anschließend durch das Tor gehen und die Bastion des Glaubens betreten. Im Innern findet ihr die heilige Dreifaltigkeit, die Kirchenextatiker, die Kirchenmiliz und die Mahnwächter. Bitte seht euch in Ruhe um, stellt eure Fragen und tretet anschließend einer von ihnen bei oder allen drei. Aber das wäre blasphemisch. Einfach. Ich kann also allen beitreten. Ist aber verboten. Na gut. Einverstanden. Okay, mit dem Schalter, damit man da das, ne? Zisch. Wir betreten die Bastion. Als Anwärter. Diesmal als Reguläre. Vor euch erhebt sich eine massive Steinmauer, schwer befestigt mit Waffentürmen und Stacheldraht. Das Tor ist genauso eindrucksvoll. Stabiles Eichenholz mit schweren Stahlbändern verstärkt. Vor dem Tor steht ein Trupp Ritter und Kirchenstreiter, ihr Anführer. Ein riesiger hispanischer Mann mit einem dichten schwarzen Bart salutiert vor euch. Es sieht aus, als ob er eindeutig ein Auto stemmen könnte. Na gut. Abseits könnt ihr die Körper von Aspiranten sehen, alle mit eingeschlagenen Schädeln. Ja. Wir haben es geschafft. Ach so. Das ist nicht auch hier? Okay, die geht zu und die... Ah. Eine Schleuse. Ekstatischer Ritter. Der Adlerhorst, ja. Okay, der sagt uns nichts. Hier haben wir... Oh. Oh, oh. Ein Mesonkanönchen. Okay, ekstatische Ritter hier. Redemption. Dürfen wir hier rangehen? Oh, schwer zu sagen.
Aber es steht niemand hier in der Nähe. Okay. Apropos Munition. Das muss dahin. Psst, Ranger! Okay, wir werden schon wieder gipset. Ja, ja. Jemand redet da. Ich will mich erstmal umsehen, bevor ich hier irgendwelche Psst-Sachen mache. Ach, Sanctity White. Okay. Hier ist irgendwas, da ist irgendwas. Das können wir angucken. Nee. Irgendwie. Wir können es aufbrechen. Was haben wir da? Eine Statue? Dem Schild am Fuße der Statue steht Ali der Meisterschütze. Alvekiana, der erste Stein. Nee, Alvekiana. Sag mir so auf die Schnelle nichts. Ali der Meisterschütze. Immer schön, genau, die folgt uns auf Schritt und Tritt. Luis Bermudez. Ist das der Bruder von... Ah, okay. Ihn wollte sein Bruder, glaube ich, treffen, ne? Okay. Können wir da ja vielleicht gleich nochmal reden. So. Na gut, das ist so der Hof, mehr oder weniger. Ah, wir sind immer noch auf der gleichen Karte. Okay. Na gut, hier war irgendein Gipsit, ne? Maggie. Eine junge Frau in einem Büßergewand steht vor einer Hütte mit einem Schild, auf dem steht... Samsons Imbiss. Sie hält ihren Blick gesenkt. Ihr seid die Desert Rangers, stimmt's? Die Priester haben eure Sendungen oft gehört. Sie denken, ihr seid wie sie. Aber das seid ihr nicht, oder? Ihr seid die wirklich guten Jungs. Das seid ihr doch, oder? Oder seid ihr hier, um zu konvertieren? Werdet ihr euch der Miliz anschließen? Werden wir uns der Miliz anschließen? Meinst du jetzt die Miliz hier innerhalb der der ganzen Kirchen, also innerhalb der Gottesmiliz als Obereinheit? Oder meinst sie generell der Gottesmiliz? Oder ist das eine Falle? Und sie erwartet von uns ein Ja? Nach dem Motto, wir sind ja Anwärter, echte Gläubige? Ja, jetzt schwer zu sagen. Ich sag nein. Ich will mich nicht der Miliz anschließen, aber vielleicht den Ekstatikern. Ich hab's doch gewusst. Ranger sind nicht dumm genug, um auf die Lügen irgendeines Predigers reinzufallen. Nicht so wie ich. Ihr seid wegen irgendetwas anderem hier. Das kann ich förmlich riechen. Okay. Ich meine, nein, nein. Ich werde es niemandem sagen. Euer Geheimnis ist bei mir sicher, Ranger. Das verspreche ich. Und falls ihr Informationen benötigt,
Lasst es mich wissen. Man bekommt eine Menge mit, wenn man hier Burger serviert. Aber, was auch immer ihr tut, könnt ihr mir zur Flucht verhelfen, wenn ihr weiterzieht? Ich möchte so gerne wieder nach Hause zurück. Okay. Maggie. Ich kann nicht reden, zu viele Ohren. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Trefft mich später hinter dem Laden. Eigentlich können wir da jetzt schon hin, ne? Wir haben ja gerade nichts anderes vor. Wir haben nichts anderes vor. Wobei ich... Ja, ich weiß nicht, soll ich mit Sanctity nochmal reden? Den kennen wir ja schon. Ah, schwer zu sagen. Eigentlich müsste ich aber mit allen hier reden, die ich hier sehe. Das ist nun etwas zu viel für diese Folge. Wir werden in dieser Folge nochmal mit Maggie sprechen. Ich glaube, das schaffen wir. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, mit wem wir hier noch so quatschen können. Mit diesem Bermudas oder wie der sich nochmal nennt. Ich bin so am Überlegen, ob ich nochmal zurückgehe nach Lost Feliz und den Bruder hole. Der wollte ja dahin und jetzt ist der Weg ja frei. Und wir sind ja jetzt auch reguläre Anwärter. Nein, wir hauen nicht ohne dich ab, Maggie. Puh, nun, wo waren wir? Was wollt ihr wissen? Position 1. Woher kommst du? Position 1. Ich glaube, ich habe sie die Übersetzung nicht in den Code einprogrammiert. Deshalb steht hier Position 1. Das war dann wahrscheinlich Position 2 und Position 3. Okay. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Pacoima. Damals dachte ich, das sei das gottverlassenste Drecksloch auf der ganzen Welt. Ha. Ich wusste gar nicht, was gottverlassen bedeutet, bis ich der Miliz beigetreten bin. Pacoima. Es liegt im Tal von San Fernando. Es ist quasi das Paradies. Da gibt es viele zerstörte Autos. Paradies. Die man plündern kann. Große Häuser, die man besetzen kann. In vielen alten Restaurants kann man noch Dosennahrung finden. Gott, ich weiß nicht, warum ich abgehauen bin. So etwas Blödes. Ich würde alles geben für ein kleines Andenken an zu Hause. Busfahrplan. Es ist nicht viel, aber wir haben diesen alten Busfahrplan gefunden. Eine Route nach Pacoima. Willst du ihn haben? Okay, scheinbar haben wir einen Busfahrplan. Takayuki hat einen Bus... Ach so, vielleicht ist das so eine Art, so eine Toaster-Geschichte gewesen. Busfahrplan. Oh, Ranger, Schlucht. Es tut mir leid, es ist nur... Ich vermisse es so sehr. Danke, danke schön. Bitte nehmt dieses Weihrauchfass als Zeichen meines Dankes. Ich hoffe, ich werde es ohnehin nicht länger brauchen. Okay, ein Weihrauchfass haben wir bekommen. Mal gucken, was das ist. Gleich. Wieso willst du fliehen? Ich kam vor einigen Monaten hierher. Ich habe einen Priester sprechen gehört, dass... als der Kreuzzug der Miliz durch meine Stadt kam. Ich dachte, das Evangelium des Samson wäre genau das, was die Welt bräuchte, und ich entschied mich, nach Hollywood zu kommen, um einzutreten. Ist schon okay, du kannst alles sagen. Wir sind hier, um zu helfen. Was ist passiert, als du beigetreten bist? So, das war also Arschkriecher gerade, ne? Maggie. Aber es war nicht so, wie ich es erwartet habe. Die Kirchenleute interessieren sich nicht für gut oder böse. Sie legen einfach jeden um, der etwas hat, was sie haben wollen. Und sie sind keine gottesfürchtigen Männer. Die Hälfte von ihnen sind Ehebrecher oder Schlimmeres. Das ist nicht zum Lachen. Ich habe mich gewehrt, als sie es mit mir versuchten. Und sie haben mich eine Sünderin genannt. Haben mich gezwungen, diese Lumpen zu tragen. Die Böden wischen und Bürger zu servieren. Ich wollte weglaufen, aber von hier läuft niemand weg. Die Monster in den Hügeln, sie fressen jeden, der zu fliehen versucht. Ich wollte euch so sehr bitten, mich auf der Stelle von hier wegzubringen, aber ich kann nicht einfach abhauen und die anderen im Stich lassen. Ich mache euch einen Vorschlag, Ranger.
findet einen Weg, alle Büßer hier herauszuholen, dann komme ich auch mit. Aber bis dahin werde ich hier bleiben. Sonst könnte ich damit nicht leben. Was sagt ihr? Okay. Danke, befreit die anderen und ich werde gleich bei ihnen sein. Befreit die, jetzt gleich? Nee. So schnell geht's nicht, Maggie. Was meinst du mit Kreuzzug? Hast du Informationen über die Bastion? Also ich vermute mal, wir können jetzt die anderen befreien und ihr dann Bescheid sagen oder irgend so etwas. Okay. Aber dann, ich muss mich erst nochmal umgucken. Und wie ich irgendwelche anderen Leute hier befreien kann, das... Naja, wir werden sehen. Die pistolenpreisenden Priester durchforsten die ansässigen Dörfer, um Büßer ausfindig zu machen. Das ist deren freundlicher Name für Sklaven. Hast du Informationen über die Bastionen? Oha, jetzt wird hier. Über wen wollt ihr was wissen? Die Kirchenmiliz, die Mahnwächter, die Ekstatiker, die Paladine? Ja. Fangen wir mal an mit der Kirchenmiliz. Eins nach dem anderen. Erst schießen, dann reden. Das ist das Credo der Streiter der Kirche. In der James King Bibel steht geschrieben, von uns werde erwartet, die Verlorenen zu retten und nur diejenigen zu töten, die böse aus Vorsatz seien. Aber Retribution Jones und seine Jungs scheren sich einen Teufel darum, auch nur irgendjemanden zu retten. Sie töten, weil sie das Töten lieben. Und am liebsten wäre es ihnen, wenn Mayweather zur Seite treten und sie gewähren lassen würde. Mahnwächter. Mayweathers Spione und Informanten, geführt von Beichtvater Himmelfahrt McDade. Sie machen mir Angst, alle. Verstecken sich im Schatten, belauschen unsere Unterhaltung, bringen Leute weg zur Beichte. Und man sieht diese Leute nie wieder. Ich riskiere einen Besuch bei ihnen, nur weil ich mit euch spreche. Dieser Ort macht mich fertig. So, Ekstatiker. Mayweathers Gotteshausierer. Wie die Jahrmarktschreier vor dem Zirkus. Reden über die Kirche, als wäre sie das Beste der Welt. Hat mich direkt eingesogen, so viel ist klar. Dann war ich drin und ich habe gesehen, das ist nichts als eine Horde von Lustmolchen mit Pappflügeln und Heiligenschein aus einem Aluminium sind. Paladine? Angeblich sind es die Leibwächter von Mayweather, aber so wie ich die Sache sehe, sind sie seine Saufkumpanen. Die ganze Bande ist nicht ganz dicht, aber ihr Captain, Sanctity White, ist der schlimmste davon. Alle zwei Wochen verschwinden sie für ein Führungsseminar, aber ich wasche ihre Klamotten, wenn sie zurückkommen. Und die Sachen stinken nach Bier und Parfüm. Sie saufen sich durch jeden Tropfen Alkohol, den sie konfiszieren. Aha, na gut. Mayweather, das ist der Schlimmste. So schmierig, der muss sich keine Butter mehr aufs Brot streichen. Wenn der an Gott glaubt, trinke ich den Fettabschneider hier. Was? Trinke ich den Fettabscheider. Leer, Fettabscheider. Ah, oh, da wo das Fett reingeht. Okay, trinke ich den Fettabscheider leer. Wenn der überhaupt an was glaubt, dann an Macht. Kreist sich daran fest, wie ein Vielfraß. Aber wer weiß, vielleicht überfrisst er sich ja irgendwann. Es heißt, er und seine Paladine saufen und huren herum. Aber für diese Geschichte gibt's keinen Beweis, leider. Da hält er den Deckel drauf. Ich selbst hab nie was gesehen. Ich sag euch was. Wenn ihr fertig machen wollt, ihn heißt das wohl, ne? Wenn ihr ihn fertig machen wollt, dann redet mal mit seiner Frau, arme Felty. Ein blaues Auge pro Woche. Wenn ich sie wäre, würde ich den Kerl mit Freunden ans Messer liefern. Okay. Retribution Jones. Was sagt die Zeit? Oha. Er ist ein wahrhaft Gläubiger. Das gestehe ich ihm zu. Er ist tatsächlich davon überzeugt, das Werk Gottes zu verrichten. Aber der einzige Aspekt, den er sehen kann, ist das Töten. In seiner Auffassungsgabe verdient es jeder, der nicht schon Mitglied der Kirche ist, zu sterben. Und er möchte der Mann mit dem Finger im Abzug sein. Er hat keine Verwendung für Mayweather oder McDade. Beide sind sind in seinen Augen Schwächlinge. So, kommen wir mal zu McDade. Noch vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, McDade ist ein wahrhaft Gläubiger, genau wie Jones. Doch dann passierte etwas. Ich weiß nicht genau was, aber plötzlich war er eingestanden, als hätte jemand seinen Hund umgebracht. Es ist nicht so, als wäre er vorher ein Sonnenschein gewesen. Ich würde fast sagen,
Er will die Kirche verlassen, aber das ist nur eine Vermutung. So, erzähl uns mehr. Aber nicht zu viel, bitte. Die vertragen sich einfach nicht. Fallen sich dauernd gegenseitig in den Rücken. Jeder Anführer will über die Bastion herrschen und keiner will sich dem anderen unterordnen. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sich die ganze Sache zuspitzt. Aha. Eine Intrige, die wir für uns nutzen können. Kennt ihr White? Ich kenne Kerle wie ihn von zu Hause. Typen mit ein bisschen Macht, die sie allen unter die Nase halten. Reiben wollen. Ich wäre gerne dabei, wenn er das Zeug ohne seine Waffen und Rüstungen ausprobiert. Denn er wird dem Untergang geweiht sein, das garantiere ich euch. Dieses ständige Saufen und Rumgehure hinter verschlossenen Türen, eines Tages wird ihm in der Öffentlichkeit ein Fehler unterlaufen. Und Mayweather wird ihn aus dem Verkehr ziehen müssen, damit er sein Gesicht bewahren kann. Dann werden wir den echten Sanctity White kennenlernen. Bei der Menge an Alkohol, die er trinkt, müsste sein aufgespießter Kopf wochenlang frisch bleiben. Wo können wir Alkohol finden? Das fragen wir gleich. Kennt ihr Filthy? Ein wahrer Schatz. Hübsch wie ein Engel und innerlich wie äußerlich einfach nur goldig. Mayweather bekam sie vor ungefähr einem Jahr in die Pfoten. Sie wäre die Frau eines anderen Mannes. Sie war die Frau eines anderen Mannes. Eines Paladins mit dem Namen Sims. Aber er wurde auf einer Patrouille erschossen und Mayweather stürzte sich auf sie wie ein Rotschwanzbussard. Seitdem war Felthys Leben die reinste Qual. Dennoch versucht sie eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist so traurig. So, Sims. Als das passierte, war ich noch nicht hier. Aber ich hab's gehört. Sims wurde von den Kirchenstreitern zu den Paladinen befördert und hat sich auf seiner ersten Patrouille von Plünderern erschießen lassen. Vielen Leuten kam das damals verdächtig vor, vor allem nachdem sie Mayweather Felty so schnell gekrallt hat. Aber, naja, er ist der Evangelist. Wer wird da wohl was sagen? Ihr wollt jemanden dazu befragen? Versucht es mit Paladin Captain White. Nicht, dass der Fiesling euch eine klare Antwort geben will, aber er war derjenige, der Sims nach Hause getragen hat, nachdem er starb. So, Alkohol? Ihr wollt was saufen? Na dann. Ich würde zu dieser Zeit keinen trinken. Aber wenn es das ist, was ihr wollt. Einige der Büßerbengel haben einen Geheimvorrat irgendwo in der Bastei versteckt. Die sind nicht gerade die hellsten Leuchten. Daher wird die Suche nicht sehr schwierig werden. Okay. Slavery is not cool. Ja, Tucker. We break some chains around here. Tucker, da sprichst du aber eine Wahrheit aus. Slavery is not cool. Okay, Zeit ist etwas weiter fortgeschritten. Ich würde mal sagen, ich mache hier jetzt ein kleines Päuschen. In der nächsten Folge werden wir, naja, wir werden noch ein paar Gespräche führen müssen, habe ich so das Gefühl. Wobei wir ja eigentlich hier sind, um MacDate zu sprechen. Aber auf dem Weg zu MacDate, wir können uns ja mal anhören, was Sanctity White zu sagen hat. Und wir können uns anhören, was... Naja gut, hier war ja irgendwie noch jemand. Schwester Verkündigerin Konstanze wie? Verkündigerin. Ja. Okay, wir haben noch ein paar Gespräche vor uns in der nächsten Folge. Und mal gucken, ob es dann, ja, also in welche Richtung es weitergeht, wie sich diese Intrige entwickelt. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald.